hier ist der Schlossplatz. Und es wird ganz spannend gleich, denn wir werden heute mal einen Ort betreten, wo die Leute seit Hunderten von Jahren nachts und abends vielleicht mal drin waren. Und wir stehen unverkennbar vor dem Saarbrücker Schloss. Und diesmal werden wir mal eine Sicht in die Katakomben des Historischen Museums des Saarlandes werfen. Und hier ist der Simon. Und der Simon ist hier der Chef. Er hat sogar was studiert. Ja, hallo Simon, wie geht's dir? Gut. Ja, schön, dass du da bist. Genau. Du hast was studiert? Ja, Archäologie, Geschichte. Ja. Genau, das klingt erstmal recht trocken. Du bist aber eigentlich doch ein ganz netter. Ja, und bist jetzt hier in dem Museum tätig. Normalerweise ist jetzt hier zu, denn hier steht es ja dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Und öffentliche Führungen bieten wir an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen an. Aber jetzt ist wie viel Uhr? 8 Uhr ungefähr? Ja, 8 Uhr haben wir. Okay, genau. Klasse, wir gehen jetzt mal rein. Du hast extra aufgemacht. Eben war schon der Wächter da, hat gesagt, die Alarmanlage ist noch nicht scharf. Ja, aber das hat einen Grund, denn wir werden heute mal euch eine Führung machen, wenn kein Mensch hier drin ist. Und der Simon hat mir erzählt, es wird gruselig, aber ich soll keine Angst haben, denn die Leute sind meistens, oder ich sag mal, die Geister sind gar nicht da, oder? Nee, Angst brauchst du nicht zu haben, aber spannend wird es auf jeden Fall. Super, gehen wir rein. Also ich war noch nie hier. Es geht unter anderem darum, hier steht nämlich Star Wars, das ist eine ganz erfolgreiche Ausstellung und die werden wir auch gleich mal schauen. Aber Simon, wir sind heute an einem Ort, den viele Saarländer schon mal gesehen haben, dass es sowas gibt, aber ganz viele waren noch nicht da, oder? Ganz viele, genau. Wir haben das Problem, dass wir ein Museum sind, das 2700 Quadratmeter hat, also eine ganze Menge. 27 Familien, große Wohnungen sind hier als ein Museum zusammengefasst, kann man als Flächeneinheit so verstehen. Und nur der kleinste Teil ist an der Oberfläche und deshalb sieht das immer aus, als wären wir ein Mini-Museum. Und alles andere ist unter der Erde. Genau, als ich nämlich hier vorne stand, man sieht auch nur den Eingang, da denkt man, naja, das kann ja gar nicht so viel sein. Das hier ist die Rezeption, jetzt ist natürlich kein Mensch da. Du hast es geschafft, du hast sogar einen eigenen Katalog aufgeworfen, wo ganz tolle Leute geschrieben haben drin, richtig? Warte mal, hol dir mal gerade, hat einen Ausgepackten da. Du hast ganz tolle Autoren bekommen, oder? Ja, wir haben den ersten Astronauten, deutschen Astronauten auf der Mir, der geschrieben hat, oder den einen Oscar-Preisträger haben wir dabei, den Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, aber auch ganz normale Menschen aus dem Saarland, die das ergänzen, immer Fachleute. Ja, man sieht hier so mal die ganze bunte Welt saarländischer Persönlichkeiten, insgesamt 113, hier vom ersten großen Globetrotter, der König der Globetrotter, Rox Schulz, oder Willy Graf, Widerstandskämpfer der Weißen Rose. Es ist bei uns so, dass jeder kennt irgendwen, hier ist jetzt Erich Honecker gerade Thema, der einzige Negative, weil ja als Diktator, aber wir konnten ihn nicht ignorieren, weil er einfach so prominent ist. Und das geht hier quer durch die Zeit, wird immer älter, umso weiter ich nach vorne blätter, bis zur Gräfin Elisabeth im 15. Jahrhundert. Und ganz modern sind wir aber auch. Wir haben ganz am Ende auch Jonas Hector zum Beispiel mit den Fußballschuhen, mit denen er das Siegtor gegen Italien geschossen hat bei der EM. Die stehen hier. Die stehen hier und der Rasen ist auch noch dran von der Europameisterschaft. Krass. Ja, da vorne ist er, den kann man wahrscheinlich käuflich erwerben, den Katalog. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben einen bekommen, sage ich jetzt schon mal so viel, werden da auch eine Rezension drüber schreiben demnächst. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an. Wo gehen wir zum ersten Mal hin? Wie du möchtest. Also wir gehen jetzt erstmal in diese helle Halle und schauen uns mal an, weil wir jetzt gerade den Katalog gesehen haben, was wir hier eigentlich meinen. Können wir uns ja mal ein paar verrückte Objekte angucken und dann gehen wir dann erst unter die Erde. Das würde passen. Ja, ich zeige das mal gerade. Die Ausstellung wird gefördert, auch von vielen Leuten, unter anderem von der Sparkasse. Lotto ist dabei, dem Ministerium für Bildung und Kultur. Es gibt Zuschüsse dafür. Das Ganze trägt sich nicht selber, aber ihr seid recht effizient, habe ich gehört. Ja, wir geben uns immer Mühe, dass der Steuerzahler am Ende was dafür geboten kriegt. Also mit wenig Geld schaffen wir immer viel und das ist unsere Prämisse. Super, du gehst vor. Ja. Prima. Jetzt bin ich mal ganz, ganz gespannt. Ich war nämlich noch nicht hier. Du sagst mir, welche Richtung, links, rechts? Erstmal haben wir hier den roten Teppich. Das ist das Highlight gleich. Das ist ein bisschen speziell, aber jetzt schauen wir doch einfach mal links. Wir schlendern einmal durch, wenn du die Zeit hast. Ja, klar. Gut.
Heinz Becker, die beiden Kunstfiguren, Max Palü, der Jochen Senf ist ja gerade gestorben auf der rechten Seite. Heinz Becker ist bei uns das erste Mal wieder quasi im Saarland als Künstler, weil er ja seit 1998 hier nicht mehr auftritt. Das ist aber ein originales Bühnenoutfit, das wir hier haben. Also es ist quasi das erste Mal, dass er wieder da ist. Wäre schön, wenn wir es noch ausfüllen könnten irgendwann. Nochmal, das ist wirklich das Original? Ja, auch der Stuhl, den haben wir per Post noch dazu bekommen. Das ist alles getragen und jetzt hier fixiert, sodass man es nicht klauen kann. Und das kam vom Herrn Dudenhöfer persönlich? Ja. Okay, hat das einen Grund, warum er nicht mehr hier ist? Im Saarland spricht er drüber? Ja, 1998 gab es mal so eine Auseinandersetzung. Ich glaube, die Saarbrücker Zeitung hatte auch mal sich kritisch geäußert, weil er den Saarländer in der Bundesrepublik so ein bisschen, ja, man hatte das Gefühl, er wird ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Genau. Ja, aber das war nicht seine Absicht, deshalb hat er jetzt hier auch Kunstfigur eines Bundesbürgers. Ne? Er hat halt eine Kunstfigur und hat nicht versucht, er liebt das Saarland, der Herr Dudenhöfer. Genau, hier ist auch jemand, den sogar ich kenne, den meine Oma damals geliebt hatte. Er war der Vertreter Max Palü. Ist da, aber du hast nicht nur, ich meine, es lohnt sich über ihn zu sprechen, er ist vor kurzem gestorben. Ja, also was uns überrascht hat, war, es war ganz schwer, Objekte zu finden, obwohl es ja so viele Tatorte mit ihm gab, aber es ist fast nichts mehr da von den Requisiten. Also wir haben hier einen Eishockey-Puck und dann haben wir hier noch eine Flasche Palü für ihn quasi etikettiert. Aber viel spannender finde ich die Objekte, die wir hier rechts daneben haben, wenn ich sie dir mal zeigen dürfte. Ja. Kannst du einmal nach oben schwenken? Da ist der Zieleinlauf von Jan Frodeno in Peking 2008. Da wurde er Olympiasieger. Da hat er gerade jahrelang im Saarland trainiert, ist hier am Olympiastützpunkt gemeldet in Saarbrücken. Und wir haben dieses Trikot hier vorne hängen aus Peking 2008. Das ist genau das. Ja. Es ist auch nicht gewaschen. Das hat also... Ein Triathlet ist 8 Stunden unterwegs, ja, fährt 180 Kilometer Fahrrad, läuft 42 Kilometer und schwimmt 3,5 Kilometer in 8 Stunden. Und alles, was in dieser Zeit passiert ist, klebt noch an dem Trikot. Wow. Ich habe den Laufschuh direkt daneben mit der blauen Farbe vom Zieleinlauf in Peking. Und das ist eigentlich hier mein Lieblings. Das ist das Original hier rechts, das Original Siegerfahrrad vom Ironman Hawaii 2015 auf Hawaii. Auch mit den ganzen Spuren, die da noch dranhängen. Das hat Jan Frodeno uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt, auch mit der Firma, die dazugehört. Okay, das heißt, das sind die Originalspritzer dann noch von dem Rennen. Oder ich sag mal zumindest, es ist nicht rausgeputzt oder irgendwas, es ist ganz authentisch, oder? Also der Witz ist eigentlich ein anderer, den darf man fast nicht öffentlich sagen. Nee, das ist eigentlich auch kein Problem. Also es ist so, wenn du in 8 Stunden all das leisten musst, hast du keine Zeit, mal kurz aufs Dixi-Klo zu gehen. Das heißt, man lässt laufen und das sieht man auch. Gut, das ist aber jetzt... Ich bin gerade sprachlos. Warte, ich zeige es mal gerade on Detail. Okay, da haben wir jetzt kurz drüber gesprochen. Ist echt so? Aber nee, es ist ja so, die Leute, die haben keine Zeit, sie müssen trotzdem... Ja, man... Okay. Er arbeitet viel Flüssigkeit durch, ne? Genau. Wir haben auf der anderen Seite hier noch die Zielschnur vom Ironman. Zeig das mal gerade. Warte, ich muss das mal ganz kurz zeigen, von vorne bis hinten. Das ist die Original-Zielschnur? Ja, von 2016. Jan Frodeno hatte ja 2x hintereinander gewonnen. Also wir haben das Fahrrad von 2015 und die Zielschnur 2016, die er durchlaufen hat. Da waren wir auch froh, dass wir die jetzt kriegen können. Die liegt ja so ein bisschen unscheinbar, ne? Ja, ich habe es ja erst gar nicht gesehen. Aber da ich dich ja heute dabei habe, zu nächtlicher Stunde... Hier ist jemand, den kennt natürlich jeder, aus Orsmacher, da fahre ich immer im Mountainbike durch, ja, jetzt kein Witz, ja, fahre ich immer einen Berg hoch und da kommt er her, der Jonas. Genau. Wir haben ihn auch interviewt, extra für die Ausstellung, also für den Ausstellungskatalog waren wir in Köln, haben wir mit ihm gesprochen und er sagt dann nachher noch, also ist er sehr, sehr saarländig verbunden, ganz lockerer Typ und er sagte nachher noch, endlich mal nicht so ein Interview mit dem Boulevard oder so, sondern mit uns hat er ganz nett sprechen können über den Staden, über Saarbrücken, über Auersmacher und über den Fußball natürlich. Und das sind die Schuhe, mit denen er bei der EM 2016 den Elfmeter gegen Buffon versenkt hat, nachdem Deutschland das erste Mal bei einem regulären Wettkampf gegen Italien gewonnen hat. Ja, das war ja seine Leistung. Gut, und da haben wir die Fußballschuhe. Krass. Wir haben also nicht nur Leute, die schon... Warte, ich zeig das mal gerade. Das ist jetzt eher, ich schätze mal, da war so 15, 16, 17. Genau das. Ja. Krass. Also der war auch mal jung. Der ist eigentlich immer noch jung, ne? Also, das ist eine Frage der Perspektive.
Aber wir haben jetzt extra entschieden, ihn reinzunehmen. Ich meine, man kann auch sagen, Jennifer Marujan ist ja auch noch erfolgreicher im Frauenfußball. Aber Jonas Hector war einfach jemand, wo wir sagten, da geht kein Weg dran vorbei. Er ist so prominent und so berühmt. Und wer weiß, wie das noch weitergeht mit ihm. Ob er in Köln bleibt in der zweiten Liga. Genau, hier hängt direkt jemand daneben. Da hat er noch Haare gehabt. Ja, er war auch letztens im Museum vor ein paar Wochen. War 3 Stunden hier, hat mich sehr gefreut. Das war ganz privat undercover hier. Und hier wird eine Frage gestellt. Die Frage, ja, ich habe jetzt gar nicht auf seine Haare geachtet, das ist auch mein Schwach. Nein, die Frage, die oben drüber im Blau der steht. Der bekannteste, ja, das stimmt. Der bekannteste Saarländer, genau. Also wenn man irgendwo fragt, wen kennen Sie aus dem Saarland, dann ist es Nicole, Oskar Lafontaine und Heinz Becker bei den Älteren. Du weißt, wie mein 5-jähriger Sohn heißt? Oskar? Oskar mit C. Und wir wollten ihn erst, da hatten wir Bedenken, aber dachten wir, ja gut, das Thema ist durch und es ist tatsächlich kein Thema mehr und klasse. Aber er hat, er hat eine bewegte Geschichte, er muss hier hängen, oder? Ja, das geht. Also da wären wir nicht seriös, wenn wir ihn unterschlagen würden. Ja. Was ist das hier, was wir hier? Also unten haben wir die Schuhe stehen, in denen er im Saarland als Ministerpräsident vereidigt wurde. Quatsch, echt? Doch, echt jetzt, ja. Also er meint, dass es die wären. Dann haben wir aber hier den Koffer, in den er alles gepackt hat, als er 1999 hingeschmissen hat als Minister und ist dann quasi damit zurückgekommen ins Saarland. Wir haben also hier seine Anfangszeit der großen politischen Karriere und ja, das Ende will man nicht sagen, aber doch eine krasse Zäsur, die da stattgefunden hat. Und das hier oben ist ein bisschen schwierig. Das ist ein Bild, das normal bei ihm in seinem Büro im Landtag hängt. Das zeigt seinen Widersacher der Zeit um 1990, nämlich Helmut Kohl in einem gefährlichen... Oh, ich zeig das mal gerade. Das sind ja Leute, die... Ja, ich sehe es. Die lecken hinten am rosa Tütü. Gleichzeitig ist er ein bisschen ein Nazi-Gestus, der da ganz klar rauskommt. Und das soll das Werfen von Bananen und Geldscheinen an die ostdeutschen Mitbürger zeigen. Ah ja. Das ist aber, ich merke schon so ein bisschen, ihr nehmt euren Job unglaublich ernst. Das heißt also, wenn ihr sowas kriegt und das hängt da, dann ist das so. Also bei uns ist es wichtig, dass wir keine Zäsur machen hier. Wir müssen ja Geschichte zeigen, wie sie war. Und das ist halt immer eine Extreme. Menschen leben ja immer in Extremen. Und wir müssen das immer im Kontext zeigen. Aber uns war es dann schon wichtig, weil das für ihn so wichtig war, das Exponat auch zu zeigen dann. Ja, direkt daneben jemand... der natürlich unvorstellbar wichtig war für Saarland. Aber schau mal hier unten. Warte mal, ich zeig mal. Wenn du sagst, schau mal hier, dann muss ich immer gerade mal fokussieren. Sieht ein bisschen unscheinbar aus, ist aber die Briefbombe, die Johannes Hoffmann zugeschickt bekommen hat, 1955 als Ministerpräsident des Saarlandes. Und diese Briefbombe ist zum Glück frühzeitig entschärft worden, hätte ihn sonst übel erwischt. Und daneben liegt direkt der Aktenvorgang der Polizei, 800 Seiten zu dieser Briefbombe. Und 1998, viele, viele Jahre später, ist erst im Fokus rausgekommen, dass es die Stasi war, die diese Briefbombe gebaut hat und nicht der Saarländer, der hier auf 800 Seiten beschuldigt wurde. Krass, hier sind noch ganz viele Fotos. Das ist ein Fotoalbum von Johannes Hoffmann, so steht es direkt hier oben drüber. Das ist wirklich ein Fotoalbum von ihm? Aus seiner Familie. Wir haben ganz kurz vor der Ausstellung haben wir mehrere hundert Fotos von Johannes Hoffmann aus seiner Familie bekommen. Privatfotos und Pressefotos. Das ist ein großer Schatz für unser Museum hier. Hier ist auch noch ein Kennzeichen. Die Regierung des Saarlandes, der Ministerpräsident, das ist das Originalkennzeichen? Wenn das an seinem Dienstwagen hing, wusste man, er sitzt drin. Genau. Ah, okay. Das ist so eine Art Indikativ. Er war auch wirklich drin. Genau. Ich bin sprachlos. Ja, da ist natürlich Max Ophüls. Ist als Regisseur aus Saarbrücken ja gar nicht wegzudenken mit dem Ophüls Festival. Gut, war ganz interessant, dass wir seinen Sohn, der ja inzwischen, glaube ich, 91 Jahre alt ist, und sein Sohn hat im Gegensatz zum Vater ja selber einen Oscar bekommen für den besten Dokumentarfilm. Und wir haben hier aber die Oscar-Nominierung von Max Ophüls, das Original von 1951 von der Academy. Das hat uns der Sohn zur Verfügung gestellt, da hat uns die Stadt Saarbrücken unterstützt, dass wir das so machen können. Und das ist hier ein bisschen abgedeckt, wahrscheinlich, damit die Sonne nicht direkt? Ja, wir haben hier 450 Lux. Ich wollte eine ganz helle Halle haben, aber die ganzen Objekte, die konservatorisch geschützt werden müssen, die dürfen nur 50 Lux, also ein Zehntel etwa. Und all diese Objekte sind in solchen Schaukästen versteckt. Ja. Sonst bleicht die Farbe aus, oder? Genau. Jetzt haben wir ein Problem.
Du bist so interessiert, wenn wir so weitermachen, brauchen wir noch 2 Stunden für einen Ausstellungsrundgang. Also wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Also ich muss dir auch eins dazu sagen, die Kamera macht bei 22 Minuten. Wir müssen Blöcke machen an 22 Minuten. Und Vorschlag ist, wir haben jetzt 15 Minuten. Das heißt, wir hätten für hier oben noch 7 Minuten. Dann würden wir einen kurzen Break machen und dann gucken wir uns mal unten den roten Teppich an. Alles klar, perfekt. Dann schauen wir noch kurz auf das fliegende Kanu hier. Das ist das Kanu von Therese Zenz. Die war Mosaiklegerin bei Villeroy und Boch. 1954 wurde sie Weltmeisterin im Kanusport und hat das mit diesem Kanu erreicht in Masson. Und dann ertönte dann auch mit der Goldmedaille die saarländische Nationalhymne, das Saarlandlied. Und das war damals selten. Das Saarland war ja damals noch ein eigenes Land, eine eigene Nation. Und dass die Hymne mal international ertönte, war was Besonderes. Das wollte ich dir nur noch gerade gesagt haben. Ja. Und das war nochmal wer hier? Therese Zenz. Therese Zenz. Die lebt heute noch. Ja. Oh mein Gott, du weißt mehr als ich und du bist noch gar nicht so lange hier. Ich bin jetzt seit 7 Jahren hier. Du, glaube ich, seit fast 2, oder? Seit fast 2 ja noch, ja. Gut 1,5 Jahre und ich habe den Crashkurs mitgemacht. Den machen wir jetzt gerade für dich dann auch nochmal. Dankeschön. Und hier ist er. Du hast ihn eben angekündigt, unser Mann fürs All. Genau, leider noch nicht oben gewesen, obwohl er bei uns schon sehr hoch fliegt. Ja, das ist sein Original-Trainingsanzug mit dem Etikett drauf, also mit der Deutschlandflagge draufgeklebt. Die siehst du jetzt, glaube ich, von hier aus nicht, aber damit war er in den Unterwasserübungen in dem Boot Nemo, heißt das, hat er da schon geübt. Und wir haben dann hier so ein paar Dinge, die auf den Raumstationen waren, also eine kleine Flagge, die mit Ewald auf der Raumstation Mir war und ein kleines Puzzleteil, das mit Alexander Gerst auf der ISS war, genau. Krass, das sind also praktisch Dinge, die schon über uns geschwebt haben. Und auch hier haben wir was ganz Süßes. Was ist das? Chinesischer Tinnef. Okay, prima. Also ist ein Geschenk der Kooperationspartner aus China, was wir sehr lustig und beeindruckend finden und deshalb gedacht haben, komm, das muss auch gezeigt werden. So, wir geben Gas. Hier ist noch kurz was aus China. Was ist das? Das würde ich genauso erklären wie das andere auch. Das ist jetzt diesmal nur Porzellan. Okay. So, hier ist er, Mitglied der Weißen Rose, Willi Graf. Genau. Wir haben an der Münchner Universität nachgestellt, wie Sophie Scholl und ihr Bruder das 6. Flugblatt der Weißen Rose verteilt haben. Danach sind sie verhaftet worden, am selben Abend auch Willi Graf, der ja in der Nähe von Euskirchen geboren wurde, aber in Saarbrücken groß geworden ist. Und wir haben hier eine Zeichnung von ihm, die wahrscheinlich ein Mithäftling angefertigt hat, die bei uns in der Ausstellung das erste Mal gezeigt wird. Willi Graf ist auch bei uns in der Dauerausstellung sonst ein Thema und ganz wichtig auch für die jungen Menschen im Saarland, um sich mal kritisch mit der Geschichte auseinanderzusetzen und echte Vorbilder zu erleben. Er hat das Ganze ja, er wurde ja am Ende umgebracht, wie auch alle anderen, die anderen Mitglieder der Weißen Rose. Und das, weil er sich widersetzt hat und zwar mutig wie kaum ein anderer in der Zeit. Und das sind unter diesen Teilen im Originale, das eben war, nehme ich an, ein Faksimile, was wir eben gesehen haben? Nein, das war Original. Das hier war auch ein Original? Du meinst das Album hier. Ja. Das Album zeigt dann auch Dinge, die wir jetzt gerade, das ist sein Abschiedsbrief, den er noch geschrieben hat. Manche Objekte müssen wir wechseln, die dürfen wir nicht über viele Monate zeigen, sondern nur über 6 Wochen und dann sieht man immer nur gerade eins davon, zum Beispiel wie hier sein Pass. Und der Pass ist aber jetzt schon wieder bei uns im Tresor, den hatten wir schon. Ja. Das ist ein Reisealbum. Aber ich zeige dir vielleicht noch gerade von Nicole die Gitarre und das Kleid vom originalen Harrogate Eurovision Song Contest Gewinn 1982. Quatsch, ja. Das ist das Kleid? Alles ganz original, ja. Das wollte das ZDF auch von uns haben für Johannes Bekerner, 50 Jahre Farbfernsehen. Aber damals hat halt Nicole den Vertrag mit uns schon gehabt und hat gesagt, das wird sie jetzt auch nicht unterbrechen, weil das Kleid soll nicht mehr reisen. Das ist auch ungewaschen original vom Auftritt. Ich zeig das mal gerade hier oben, da sind die Rüschen. Das sieht schon so aus, das käme aus den 50ern, aber es ist, es war wann war das nochmal? 82. 82. Und sie hat das ja in glaube ich, 5, 6 Sprachen noch gesungen. Ja, und sie war nur 17 Jahre alt. Also der Druck muss so enorm gewesen sein. Mit 17 hätte ich, glaube ich, das nicht durchgestanden, muss ich sagen. Ich zeig nochmal ganz kurz die Gitarre, dann machen wir mal einen ganz kurzen. Also ich bin ganz ehrlich, also wenn du noch Zeit hast, ja. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit, weil ich sag mal, wir geben jetzt ein bisschen mehr Gas, aber das, was ich jetzt gesehen habe, ist so phänomenal, ganz ehrlich. Okay. Ich habe nicht gewusst, dass es hier drin ist. Also so 5 Sachen müsste ich dir hier noch zeigen. Nein, das machen wir jetzt mal. Warte mal, wir zeigen mal ganz kurz die Gitarre. Das ist wirklich die Gitarre von Nicole. Ja, ja, wir haben ja das Foto auch nochmal dazu. Wir haben das auch bei ihr zu Hause privat abgeholt. Genau.
Und du bist natürlich haftbar dafür, dass hier auch nichts drankommt. Ich nehme an, dass hier das Ganze ist immer schwer bewacht hier. Ja, ja, wir haben, das ganze Museum ist alarmgesichert und natürlich sind tagsüber hier Aufsichten, die aufpassen. Genau. Ich zeige mal noch ein ganz tolles Bild. Denn was wäre man denn, wenn der Papst einen nicht übers Haupt streicht? Und das ist es, da ist Nicole bei Papst Benedikt den 16. Da ist er. Toll, oder? Ja. Ich lasse das mal so stehen. Krass. Ja, wir machen mal einen ganz kurzen Break. Ja, wir sind in welchem Museum sind wir? Ja, im sag du es. Im Historischen Museum? Saar, richtig. Ja, genau. Und das Ganze ist am Schloss? Am Schloss, genau, nicht am Hallberger Schloss, sondern am Schloss in Alzerbrücken. Direkt in Alzerbrücken, unübersehbar, wenn man den Eingang sieht, am Eingang, dann sieht man ganz genau, wo wir sind. Wir machen mal, sind im Erdgeschoss hier, wenn man reinkommt, also das, was man sieht in der ganz großen Halle, da sind wir im Moment drin. Ich zeige es nochmal ganz kurz und wir machen gleich mal in Teil 2, gehen wir weiter im kurzen Rundgang über die Geschichte des Saarlandes und ich bin vollkommen geplättet. Bis gleich, vielen Dank. Alles klar, bis gleich.